Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Katastrophenfester Rade Diego. Ja, ich habe den Frontlader geholt, bin auch schon extra zu Hause gewesen, habe die Zwillinge abgebaut. Jetzt ist alles wieder anders. Jetzt stellen wir den Frontlader hier wieder hin. Das ist zum Mäusemelken. Das Diego hat Druck. Ja, wir müssen nämlich zusehen, dass der Winterweizen gespritzt wird. Der ist nämlich schon ganz gut aufgegangen. Miau, was bin ich wieder mit Katze gefahren, um Gottes Willen. Die kennt mich jetzt. Die weiß Bescheid, die haut ab. Ist alles easy. Alles gut. Pflegebereifung ist hier drauf. Ich will hoffen, der hat eine adäquate Pflegebereifung. Wir haben noch mehr Probleme hier, ne? So ist es nicht. Aber die Frames sind wieder da. Die Frames waren ja weg. Wir hatten letztes Mal Bellwetter, ne? Und da hat er gesagt, ne, Bellwetter mach ich nicht, ne? Mach ich nicht mit hier, mit Lampen an und alles, ne? Und jetzt ist Sunshine. Und, ja. Alte, Pflege. Oh. Oh, oh. Ach, Gott sei Dank. Danke, lieber Modder, dass du es integriert hast. Motor abgewürcht. Was ist das für ein Monteur hier? Ach, das ist ja puschelig, Leute. Das ist ja puschelig hier. So, mach an den Kübel. Wir haben auch extra Koffergewichte geholt. Muss nur noch mal gucken hier mit einem Händler. Da muss ich mir auch noch was überlegen. Bin ich richtig rum dran gefahren? Ich hoffe. So, ja bitte. Ja, danke. Und jetzt müssen wir gucken mit Y und mit Z. Ich weiß nicht mehr genau. Ah, mit Y. Brauchen wir nicht die volle Kanne nicht, oder? X ist weniger? Ah, X ist weniger. So reicht, denke ich. Ja, ich habe hier... also ich weiß, dass es irgendwo Flüssigdünger gibt. Ja, aber ich habe noch nicht gefunden. Deswegen habe ich mir zur Sicherheit bei meinem Händler des Vertrauens, ja, beim Jans, habe ich mir einen Kanister hinstellen lassen. Ich denke, Jans, gib her den Scheiß. Ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Ich habe mehrere Flüssigdüngerläger. Läger sagt man nicht, das ist falsch. Flüssigdüngerlager gefunden schon. Aber ich will das ja kaufen, das Zeug. Ne? Muss ich mal gucken. Also wir kriegen das alles noch hin. Hier müsst ihr natürlich helfen immer. Ne? Ist klar, ihr kennt euch aus hier. Auch wenn vielleicht nicht jeder spielen kann wegen Framedrops. Oder wie gesagt, vielleicht hattet ihr das ja auch so wie ich. Dass ihr bei Bellwetter angefangen seid mit Licht und so. Versucht mal nur bei Sunshine zu spielen. Vielleicht ist dann besser. Ja. Weil wenn bei meiner Maschine die Frames runtergehen, dann ist böse. Ja. Dann ist böse Action-Schmeckchen angesagt. Sonst macht er das nicht. So, was? Bist du vorhin hochgegangen? Nee, ne? Das würdest du nicht tun, oder? Oh. Oh, da hätten wir doch noch mal ein Gewicht mehr reinmachen müssen. Ist ein bisschen groß, das Spritzchen. Ja. Ist da eigentlich die Innensicht kaputt bei dem? Ne, Innensicht geht ja. Guck mal. Kann ich die auch benutzen? Ist ein Träumchen hier, ne? Also, das macht richtig Bock hier. Und hier bin ich jetzt mal überlegen. Ich sehe zwar das Stoppschild, ne? Aber die Stopplinie fehlt. Ne? Darf man da eigentlich rüberfahren? So, ich muss sie abbiegen. Ne, das ist die Frage. Darf man dann rüberfahren? Wenn kein Stoppbalken da, weil das heißt ja, bis zur Linie vorfahren, ne, anhalten, ne, looky looky, links, rechts und überall und so, ne, und dann rüber, aber wenn, dann brauche ich doch nicht anhalten. Ist eine interessante These. Und vor allen Dingen, wer kriegt dann den Anschiss? Ich, weil ich über Stoppschild gefahren bin? Oder der Typ, der das Ding nicht auf dem Boden lackiert hat? Ja? Ach, ich weiß schon, es gibt wieder eine Teilschuld. Ist immer Teilschuld. Es läuft einfach nur auf Teilschuld hinaus. So, wir müssen nämlich ganz dringend hier einmal düngen. Ich hoffe, dass ich nicht allzu viel kaputt fahre. Und ich brauche die kleine Map immer hier, ne? So, Hashtag orientierungslos. Ganz, ganz groß im Business, der Mann. Ist, der erfolgreichste Hashtag orientierungslos. Nein, es gab schon noch schlimmere Maps. Das Interessante ist, weil es ja wirklich eine natürliche Gegend ist. Wenn man sich erst so ein bisschen auskennt, man kann sich die Wege einprägen. Ne? Aber es gibt ja auch so Maps,
wo so richtig so mit dem Finger vom Rücken durch die Brust ins Auge fährst, ne? Und das macht man im normalen Leben ja auch nicht, ne? Man nimmt gleich den linken Zeigefinger fürs linke Auge und den rechten Zeigefinger fürs rechte Auge und sticht dann mit beiden Händen zu, ne? Also, ist der Kollege auch blind, ne? Ich hab mich hier verknuddelt. Ich bin viel zu nah an den Bäumen dran. Ich muss mich mal kurz befreien. So. Wir knallen hier einfach mal einen Rennen lang. Kommt auch im 19er die Spritze. Finde ich übrigens hyper nice. Ich mag das Spritzgen wohl leid. Ja. Gut, ist jetzt hierfür vielleicht ein bisschen too much. Aber naja, ne? Was kostet die Welt, oder? YouTube. Ja, ja, fahr du ruhig. Fahr ruhig Schlangenlinien im Bestand, Diego. Ist nicht schlimm. Ist ja nicht so, als wenn das alles Matsche ist, wo du herfährst, ne? Oh. Jesus Christ. Ja, ihr habt eben beim Händler schon gesehen, der Teleskoplader steht da. Weil bei der Hagel kann man mit einem Schubken aufladen und einen anderen habe ich noch nicht gefunden. Kann sein, dass man auch woanders noch seinen Krams einladen kann, aber bei Hage geht's auf jeden Fall. Und also gucken, ich könnte mir auch eine Kalkung vorstellen. Ich habe jetzt zwar den anderen Streuer erstmal gekauft, aber wir sind ja im Niveau flexibel. Ne? Wir können ja Kalkstreuer auch noch kaufen. Ne? Das ist ja... Wir kämpfen hier ja nicht mehr ums nackte Überleben, wir kämpfen hier ja um maximalen Fun. Ne? Wer weiß, wie der 19er wird, ey. Dann lieber nochmal die letzten Tage richtig genießen hier. Und gucken, was geht. Ne? Und die Bäume in Ruhe lassen. Oh, ist aber schön aufgegangen hier der Winterweizen. Da kann man nicht meckern, ne? Ackerfuchsschwanz spritzen übrigens kaputt hier, ne? Widerliches Zeug, ne? Nein, ich habe keine Ahnung, aber das macht der Stefan immer von Sibbers Husum. Der hat immer mit Ackerfuchsschwanz zu tun. Ich kenne das Zeug nicht. Bei uns war früher das der Telona gemacht, ne? Da hat meine Augen. Also da habe ich mich als Kind überhaupt gar nicht. Haben wir nicht selber gemacht, ne? Da. Ich wusste, der Lona ist da und es wurde gespritzt, aber was der gespritzt hat und wogegen und so, das, pff, ne? Der Nachbar, der hat selber gespritzt. Und der hat auch immer sauber gemacht. Also Spritzen hat ja viel noch mit Saubermachen und so zu tun. Ne? Das muss alles penibel, alles ordentlich gemacht werden. Und durchspülen und. Ne? Ja, haben wir auch mal zugeguckt, aber es war jetzt nicht so spannend, ne? zu gucken, wer die Spritze sauber macht. Wir hatten da andere Interessen. Ne? Ja, wir haben damals nur Blödsinn gemacht, ich weiß. so. Jeez. Manchmal wundere ich mich, dass wir überhaupt groß geworden sind. Wir haben nur Blödsinn gebaut früher, ne? Mann, Mann, Mann. Aber so war das früher. Aber man... Oh, ach, schade. Aber man hat auch mitgeholfen. Ne? Also man hat nicht nur Scheiße gemacht. Zwischendurch hat man auch mit angefangen. Jetzt nicht zur Wiedergutmachung, sondern einfach... Hat ja auch Spaß gemacht. Ne? So ist nicht. Ne? Boah, ist das hier eine riesen Spritze. Ist egal, wir lassen so einen kleinen Streifen... Kleinen Tierstreifen lassen wir hier. Da haben wir dann ein bisschen weniger Ertrag. Ich denke, ist okay. Ne? Schade, wenn man... Ich merke das, dass ich im Laufe des gesamten LSs, wow, immer realitätsnäher spiele. Also es ist immer noch nicht wirklich realitätsnah, aber immer mehr als früher. Ne? Und dann irgendwann fängt man an, so Sachen zu vermissen wie Düsen abschalten, wenn man die volle Arbeitsbreite nicht braucht. Ne? Ich weiß, solche Mods gibt es schon lange, nur ich habe mich da halt früher einfach einen Trick drum geschert. Und jetzt gerade... Habe ich mich dabei erwischt, wie ich gedacht habe, Mensch, jetzt wäre die Mod im Mod-Ordner schön, ne? Habe ich aber nicht.
Ich weiß noch am Anfang, ich bin kreuz und quer über Stock und Stein. Anhänger 1 Million Liter und gehen lassen, ne? Ja, und heute dann, nee, wenn das schon optisch komisch aussieht, einen Vierschar-Flug hinter zu haben, dann ist das schon scheiße und so. Also man ändert wirklich sein Spiel. Also ich habe mein Spielverhalten geändert im Laufe der Jahre. Ne? Mag vielleicht aber auch wirklich daran liegen, dass die Modelle aber auch immer schöner werden. Ne? Ich meine, ihr kennt selber LS11, Klassiker der Landwirtschaft. Ne? Das war ja der Standard früher. Da schießen einem heute die Tränen waagerecht aus den Augen, wenn man sowas sieht. Wenn man die Leute Geld für bezahlt. Und das war ein DLC. Das war kostenpflichtig. Klassiker der Landwirtschaft. Alter Vater, ey. Und ja, 17er immer noch. Ne? Die gleichen grob geschmiedeten Klötze. Da hat sich nichts geändert. Werden immer schön konventiert. Aber es ist ein Unterschied. Ne? Also auch hier. Ich muss ein bisschen ran hier. Ich will hoffen, dass ich nichts kaputt mache hier. Also, wenn man sich das mal anguckt, der LS ist groß geworden, ne? Hier mit den Kabelbinderchen und so. Da unten hängt eine Kette. Das Spray-System an sich ist geil. Der Klappmechanismus ist mega. Und auch er hier hat den IAC schön gemacht. Ne? Gut, ich habe jetzt vom Simon andere Texturen bekommen. Die gefallen mir ein bisschen besser als die Original-Texturen von Creatures Island. Aber es ist, also, Leute, sag mal ehrlich, Wir stöhnen ja auf hohem Niveau. Ne? Der LS ist groß geworden und ich denke, auch wenn jetzt die Stimmung eventuell noch ein bisschen verhalten ist, ich denke auch der 19er, der wird uns brutalst wegscheppern wieder mal. Ne? Es ist bis jetzt jedes Mal so gewesen. Es war bis jetzt jeder LS eine Steigerung und das wird jetzt im 19er auch so passieren. Nur es wird dauern. Ne? Es wird dauern. Klar, die von Giants, die legen den Grundstein. Aber die richtig brachiale Leistung wird von den Modding-Teams verbracht. Ne? Und Einzelkämpfe auch. Aber oft stecken ja mehrere Köpfe zusammen. Woanders ist das ja gar nicht mehr zu bewältigen, das ganze Thema. Ne? Ach, siehst du, ich habe nämlich den Düngerstreuer hier. Ich wollte eigentlich das Geflüchte wohl kalken. Wir fahren erstmal dahin. Ich habe hier den Youngtimer. Stopplobster mitgenommen. Oh, was ist denn vom Trecker gefallen? Oh nein. Trecker ist ja nicht mal richtig. Telelader. Kannst du den auch... Oh, sieht man nicht viel, ne? Los, fahr los. Es gibt Regen. Wir müssen machen. Alter, das ist aber nicht schön für die Autos hier. Ich weiß gar nicht genau, wo der Hage ist. Nur so ungefähr. Ich Glück habe, ist das Video zu Ende, bevor ich da bin. Dann blamiere ich mich nicht ganz so doll. Ist ja eine Rakete hier, unser JCB. Sagst du Bescheid, wenn du umschaltest auf wahnsinnige Geschwindigkeit? Oder wird das nicht stattfinden? Ich muss mal einmal spionieren hier. Das ist auf jeden Fall nicht der Weg zur Hage. Hier ist alles, aber nicht der Hage. Der Hage ist genau hinter mir. Oder nicht? Ist das nicht die Hage? Mach doch mal, Mimamu. Mach mal die an hier. Alter. Voll dran vorbeigeknoddert, ey. Ist nicht das erste Mal, YouTube. Ist es nicht das erste Mal. So, die Hage ist genau hinter mir. Wir machen hier einen U-Turn. Beim Losfahren schon falsch abbiegt. Dann hast du auch wirklich direkt gewonnen, ne? So, Gott sei Dank, der weiße Wagen da hinten. Keine Ahnung, was das war. Wartet auf mich. Ist so gut so. Ich habe noch kein Thumbnail. Das Video ist gleich zu Ende, kein Thumbnail, ne? Ach, hier vorne geht das rein. Hi, Norbert! Ist heute frei, oder was? Ich brauche hier jeden Mann. Es gibt Shitwetter. Wir müssen machen, ey. Wir müssen machen. Muss ich den Kalkstreuer auch noch kaufen, machen wir im nächsten Video. Das schaffen wir heute alles nicht mehr. Ich kann der Hage schon sehen. Eieiei. Ich kann gleich erstmal die Halle aufreißen. Ist ein bisschen... Boah, was für ein Glaskasten, ne? Volles Aquarium, ey. Ich würde sagen, aber ein bisschen trübe hier, der Laden. Ich habe jetzt auch eine normale Schaufel genommen. Ich habe die Mod-Schaufel erst hinterher in den Ordner geschoben. Beim nächsten Mal haben wir auch eine Mod-Schaufel, aber die hat 4,5. Ich schätze, mehr packt der eh nicht, der Vogel. Halten Sie an. Wir müssen hier in das Schäunchen rein.
Nee, nee, nee. Und der Deutz muss dann nämlich... Was nehmen wir denn? Wir nehmen Kalk, ne? Ich möchte mal einmal kalken. Müssen wir den anderen Düngerstreuer gleich noch kaufen. Im Prinzip geht das mit beiden, aber ich hab das halt im Kopf. Das ist der eine für... Also ich hab's wirklich an der Rübe, ne? Also der eine ist halt für Kalk und der andere ist halt für... Kunstdünger. So, hallo. Dann müssen wir auch sofort in die erste Box hier. Und bete, dass das funktioniert, was wir hier vorhaben. Das funktioniert ausgezeichnet. Nee, 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 nee. Ah, vielleicht hätten wir jemanden... Oh, ist das eng hier. Ich kann jetzt nur so wieder rausfahren, ne? Ich kann nur so rausfahren, wie ich reingefahren bin. Ich muss noch korrigieren. Ich bin bei diesem... Oh, das Video ist zu Ende, YouTube. Wir haben noch kein Thumbnail. Wir müssen noch schnell... Wir machen ihn hier als Thumbnail. Ganz hastig. YouTube, mir war es eine Ehre. Es ist Westerrade, scheppert mich weg. Der 17er scheppert mich immer noch weg. Ich feiere jede Minute, die ich noch LS zocken kann. Diego ist draußen. Habt euch lieb.